Sie fragen, was ich hier mache. Es geht um das Thema Skimming. Auch in Zürich hat man festgestellt, dass Automaten manipuliert worden ist. Skimming. So nennt man das illegale Beschaffen von Kredit- oder EC-Kartendaten. Eine Kamera filmt, wie man den Sicherheitspin eintippt oder ein Tastaturpad speichert den Pin. Und ein Aufsatz auf dem Kartenleser kopiert Daten vom Magnetstreifen und speichert sie. Diese Daten werden dann entweder direkt an ein Notebook übermittelt oder später aus dem Speicher ausgelesen. In kürzester Zeit können die Täter so das betroffene Konto leerräumen. Wenn bei einem Bankomat Missbrüche wiederholt festgestellt werden, dann zahlt die Bank den Opfer das Geld meistens zurück. Am besten lässt man es aber gar nicht erst so weit kommen. Vor Skimming können Sie sich schützen, indem Sie den Bankomat anschauen. Indem Sie schauen, hat es bewegliche Teile dran, indem Sie sich nicht ablenken lassen und dass Sie mit der freien Hand Seitippen vom Code abdecken. Schützen auch Sie Ihre Daten. Schauen Sie genau an, wenn Sie an einem Automat Geld rauslassen, und melden Sie der Bank, wenn Sie etwas Verdächtiges bemerken.